Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quick Survivle Games. Das wird ein ganz quicky. Und ich werde wahrscheinlich hier jetzt auch gar nicht schneiden. Einfach mal schauen, wie ich die Sachen reißen will. Ich werde wahrscheinlich 3 Runden machen, wenn ich dann natürlich nicht zu gut bin. Richtig witzig. So, wir haben nicht gute Kisten gekriegt. Doch, haben wir, aber wir haben nicht viele Kisten gekriegt. Das ist die Sache. Ja, gut, wir haben gewonnen. Okay, Leute, wir müssen uns erstmal ausrüsten. Jetzt zack, 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 zack. So, wir sind voll. Und wir müssen jetzt schlagen. Jetzt geht die Post ab, Leute. Mal einfach mal schauen. Und der hat auch PvP im Namen. Immer die Leute mit PvP im Namen, die sehen immer so ein bisschen die zwielichtigen Leute. Teams verboten. Okay, wahrscheinlich Team jetzt trotzdem. So, jetzt geht's drauf, Digga. Ja, haben wir den gekriegt. So, oder hinter uns ist einer. Okay. Und okay, erstmal lassen, Leute. Oh, so. Jetzt wollte ich erstmal sagen, warum ich die letzten 2 Tage keine Videos hochgeladen habe. Ist dann natürlich nicht so normal auf meinem Kanal. Weil meistens bringe ich ja wirklich täglich Videos und bin auch wirklich aktiv auf meinen. Oh, den haben wir gerackt, Digga. So, GG. So, jetzt holen wir erstmal das Schwert. So, und jetzt haben wir einen Bogen. Haben wir einen Pfeil? Nee, haben wir nicht. Okay, da sind wir runtergefallen. Das ist nicht gut. Erstmal lassen. Der Paluten-Skin, der will natürlich irgendwie Stress haben. Kann er natürlich gerne haben. Denn er ist natürlich... Oh, ist er natürlich gestorben bei diesem Abfall. Er ist selber Abfall gewesen. So, aber auf jeden Fall kamen halt die letzten 2 Tage keine Videos, weil ich einfach nicht so gut drauf war wie jetzt. Bin einfach ein bisschen am Arsch, muss ich einfach mal meinen. Muss einfach mal sorgen, bin ich einfach nicht so der... Nicht so... Oh, ich abstaub. Ja! Ja, Leute, es läuft. Was ist denn los, Leute? Das würde ich noch gerne haben. Also, was würde ich gerne haben? Ich weiß es gar nicht. Das TNT, genau. Zack. Und ich habe das Stegi-Texture-Pack drin, weil es gefällt mir jeden Woche und es ist mal was anderes als die ganzen BVP-Texture-Packs, die ich sonst habe. Und ja, die letzten 2 Tage war ich halt ein bisschen... In einem Tag hatte ich übelst Kopfweh und Muskelkater, darum habe ich da... Also, ich hätte dort ein Video produzieren können, aber ich wollte auch einfach kein scheiß Video anstatt ich will einfach euch gute Videos bringen oder unterhaltsame Videos bringen, nicht ihnen Scheiße. Sondern wir haben erstmal geht. Oh, der rennt jetzt ins Wasser, ist natürlich sein Tod gewesen, ist natürlich nicht eine gute Idee gewesen von ihm, weil er natürlich jetzt sterben wird. Digga, bin ich behindert oder was? Ich bin wirklich behindert ein bisschen. Digga, schon okay. Oh, nee, jetzt müssen wir da schnell auf den Kollegen. Schnell was essen, schauen, ob jemand hinter uns... Nee, kommt keiner. Der hat sicher ein Feuerzeug, oder? Jetzt boosten wir den so nach hinten, damit er so an die Wand gedrückt wird. Und dann schlagen wir ihn kaputt. Und hier hinter uns keiner, okay. Okay, der Typ, der will es wissen, der will es auf jeden Fall... Oh, richtig cool. Keine Schussanimation. Oh, jetzt haben wir ihn. Digga. Was ist denn los mit dem? Alle kommen auf mich. Richtig cool. Ich finde das einfach richtig cool. Nein, ich habe noch ein Herz. Ich bin tot. Ich bin wahrscheinlich tot, oder? Nee, ich bin noch nicht tot. Läuft noch auf jeden Fall ganz gut. Ja. Der hat auch nicht viel. Den muss ich jetzt holen. Weil der hat auch richtig wenig Leben wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich Pfeile. Das ist natürlich sein Vorteil. Der hat Pfeile, muss ich, glaube ich, einfach mal sagen. Nee, ich habe keine Pfeile mehr. Schnell was hinten reindrücken. Wir machen da auf jeden Fall noch eine Runde, weil zweimal ist einmal zu wenig. Einmal ist keinmal, würde ich aber meinen. So. Und der Typ, der ist auch richtig low. Und den könnten wir kriegen. So, und jetzt ist er hinter uns. Ist er nicht. Okay, er ist nicht hinter uns. Wenn er dann übers Lava springt, dann gehen wir auf ihn. Und jetzt hat das Lava... Nee, den TDK... Nee, hat er nicht. Okay, das ist auf jeden Fall richtig spannend gerade. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt komm bitte. Ja! Yes! GG!
Ja, Leute, wir haben die erste Runde gewonnen. Auf jeden Fall richtig cool, richtig krass, dass ich die erste Runde gerade gewonnen habe. Oh mein Gott, Leute. Aber in der nächsten Runde probiere ich ein bisschen professioneller zu reden und ein bisschen, natürlich ein bisschen beruhigter, ein bisschen, calm down, motherfucker. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt auch schon wieder zur zweiten Runde von Quick Survival Games. Heute spielen wir auf der Map, ich glaube Claytown oder sowas heißt die. Ich finde die noch cool, gefällt mir auf jeden Fall. Und mal schauen, ob wir diese Runde hier auch reißen können, wie die vorherige. War auf jeden Fall richtig cool, die letzte Folge. Oh, mal schauen, ob wir das machen können. Mal schauen. Oh, ist das schon angefangen? Richtig, richtig intelligenter Typ. Also ich renne einfach los ohne... Oh, nee. Ach, Mann, Leute. Ich habe wieder mal nichts gekriegt. Ach, nee. Ich habe wieder mal nichts gekriegt, Leute. Super. Fängt auf jeden Fall richtig schön aus. Schön an. Also gefällt mir schon diese Runde jetzt. Oh, nee. Ich bin tot, Leute. Ich bin tot. Muss ich einfach mal sagen. Ich werde tot gewesen sein. Ich werde jetzt gleich dann tot sein. Ich werde die alle anhitten. Oh, und dann? Wenn die sich gegeneinander prügeln. Und ich kann schön durchrennen. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Konnte. Yes! So, mal schauen. Ist hier noch eine Kiste vielleicht? Ich brauche noch eine Kiste. Gibt es wirklich keine versteckten Kisten auf Gomme? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Bitte hier hinten war noch keiner. Rum. Hinten kommt noch kein Schwein hin. Oh, yes! Oh, da war wirklich noch keiner. Oh, immer schon wieder ein Diamant-Harnisch. Aber da haben richtig viele Leute einen Diamant-Harnisch. Das ist nicht gut. Denn ich habe schon ein bisschen Angst jetzt. Oh, nee. Ich bin aber hinter dem. Aber richtig räudig hinter dem. Oh, vielleicht ist hier ein Schwert. Nee, kein Schwert. Jetzt platziere ich hier einen TNT. Warte. Hinter dem. Zwei Kollegen. Oh, nee. Ich habe kein Schwert, Kollege. Lass mich sein. So, auf jeden Fall, war ich gerade richtig in mich selbst vertieft. Die gehen jetzt wirklich aufeinander. Die kennen gar nichts. Und ich bin ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Vielleicht ihr auch, weil ich will einfach hier ein Schwert schnell abstauben. Und dann will ich gehen. Und dann gehe ich, Leute. Oh. Wird er gleich sterben? Ich hoffe, der stirbt gleich. Oh! Tot! Nein! Da ist noch Zeugs drin. Da war noch Zeugs drin. Da noch wieder. Oh, was? Richtig, richtig krasse Sachen sind noch drin. Einfach liegen da einfach noch rum. Hier vielleicht noch ein Schwert. Bitte, gib mir ein Schwert. Nein. Gib mir noch. Ja! Einfach wegrennen. Ich habe ein Schwert, Leute. Oh! Da muss ich aufpassen. Der gibt mir nur mit Angel. Nichts Böses, nicht Verdächtiges. Pass auf, dein Leben, der hängt davon ab. So, ich muss jetzt wirklich aufpassen, weil ich renne jetzt einfach die ganze Runde nur weg und bin so eine richtige Pussy. Aber man sieht, es ist von Erfolg gekrönt. Let's go. Oh ne, der hat sicher, ein richtig geiles Schwert und ich habe ein Holzschwert. Aber. Oh, der ist low, der Typ. Der Kollege ist wahrscheinlich low. Ich glaube es, weil wegrennen tut man ja sonst eigentlich nicht so. Also die meisten Leute rennen einfach nicht weg, wenn sie nicht low sind oder wenn die andere Person nicht hassen. Oh Mann, vielleicht hasst er mich auch. Oh nee. Ich mag das nicht, wenn Leute mich hassen. Oh, yes! Oh mein Gott, Leute. Wir haben den noch gekriegt. Und jetzt wieder ein Deathmatch. Und alle abstauben. So. Oh, Schuhe. Scheiße, da kann ich... Oh nee. Pass auf, Digga. Pass auf, Bruder. So, jetzt... Den da noch. So. Und jetzt haben wir einen Bogen. Haben wir auch. Ey, Digga. Lass mich doch mal in Ruhe, ey. Wir sind nur zwei Leute. Das heißt, ich muss schon ein bisschen aufpassen, was ich hier fabriziere. Der Typ, der hat's mit dem Bogen, ne? Der ist ein richtiger Bogenfan. Der Typ, der hat gerne seinen Bogen. Aber ich würde einfach mal sagen, ich bin, glaube ich, besser in Nahkampf. Mittlerweile, früher war ich besser im Bogen, aber mittlerweile bin ich wirklich fast eher ein Nahkampf-Fetischist. Muss man einfach mal sagen. Ah, scheiße. Ja, und gewinne ich tatsächlich zwei Runden am Stück, das wäre natürlich Bombe. Das wäre natürlich das Optimum, muss ich einfach mal sagen. So, und jetzt. Oh, ne.
Der Typ ist nicht so gut im PvP, aber... Ja, nee! Oh mein Gott! GG, Digga, da richtig Glück gehabt noch, der Hurensohn. Ich hab's nicht gesagt, Leute, aber auf jeden Fall, Leute, war das 1,5 Herzen, JJ, Bruder. Und ja, da war richtig knapp, also der hatte noch 1,5 Herzen. Und ja, Leute, ich habe heute wieder mein Cape angezogen, weil ich einfach immer noch richtig scheiß Haare habe. Ich muss wirklich mal zum Friseur gehen. Und Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen über eine richtig schmackhafte und sehr saftige Positivwertung. Ich weiß auch nicht, warum ich das sage. Ich habe eigentlich auch gar nicht mehr Hunger. Ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze hier wirklich gefallen hat, lasst eine Positivwertung da. Und sonst, ja, müsst ihr halt nichts da lassen, sonst habt ihr leider eure ganze Zeit jetzt vergeudet. Das tut mir auf jeden Fall richtig leid. Nee. Also auf jeden Fall, wenn es nicht gefallen hat, schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar da oder irgendwas. Und auf jeden Fall tut es mir leid, dass ich nicht wirklich so kommentiere, einfach nur gefightet habe und in meinen Gedanken verschwunden war. Ich war nicht verschwunden, ich war einfach hier, aber ich war schon in meinen Gedanken. Ja. Dann würde ich sagen, haut rein, bis und ciao.